Hast du was gesehen? Nein, du? Ich auch nicht. Wir sollten jetzt ins Bett gehen, sonst gibt's keine Geschenke. Wollen wir? So wie immer? Mhm. Es war einmal in einem fernen Königreich. Ein Mädchen, das auf der anderen Seite des verbotenen Waldes lebte. Sie war die einzige im ganzen Königreich, die keine Kutsche hatte. Deshalb musste sie sich damit begnügen, die funkelnden Lichter des großen Festes, welches jedes Jahr im Schloss gefeiert wurde, aus der Ferne zu bestaunen. Plötzlich kam eines dieser funkelnden Lichter durch das Fenster zu ihr rein. Es war ihre gute Fee. Das Mädchen folgte ihr wie hypnotisiert und sah zu, wie sie einen der Kürbisse im Garten in eine märchenhafte Kutsche verwandelte. Mit vielen Pferden, oder? Natürlich. Es gab nur eine Bedingung. Sie musste wieder zurück sein, bevor die Uhr Mitternacht schlug. Nur vom Mondlicht geleitet fuhr die Kutsche auf den gefährlichen Pfaden des verbotenen Waldes, bis sie auf einen bedrohlichen Wolf stieß. Die Pferde wirrten. Angsterfüllt befahl sie ihnen, so schnell wie möglich zu fliehen. Glücklicherweise konnte das Mädchen entkommen und erreichte das Schloss. Es war größer und schöner, als sie es sich je hätte ausmalen können. Die Gäste machten sich für den Ball bereit. Unter ihnen gab es nur einen, der besonders war. Was glaubst du, wer das war? Der Märchenprinz. Genau. Als das Mädchen hereinkam, schauten die Gäste sie überrascht an. Der Prinz hingegen betrachtete sie freundlich. Sie erwiderte seinen Blick schüchtern und wollte auf ihn zugehen. Doch da begann das Orchester zu spielen und alle fingen an zu tanzen. Und das Mädchen tanzte zum ersten Mal im Schloss. Mit jeder Drehung versuchte sie, dem Prinzen näher zu kommen. Mit jedem Schritt, jeder Bewegung kam sie näher heran, bis sie schließlich nur noch 5 Schritte entfernt war. Dann 4, 3, 2, 1. Bis der letzte Glockenschlag zur Mitternacht erklang und der Zauber seine Wirkung verlor.